Ja, vielen Dank. Ja, der Titel hat sich leider etwas verändert. Das hat damit zu tun, dass wir in der Zeit den Stack etwas geändert haben. Das Prinzip bleibt aber das gleiche. Also mein Name ist Christoph Link, ich bin von Komoot. Wir sind ein Berliner bzw. Potsdamer Startup. Und thematisch gesehen schließe ich mich auch ein bisschen an den Vorredner an. Wir machen auch Fahrradrouting. Genau. Aber mein Talk wird es darum gehen, die OSM-Daten, die es so zahlreich gibt, durchsuchbar zu machen. Und genau. Zuallererst wollte ich noch kurz mal auf Komoot eingehen. Das sind kurze Slides mit ein paar Screenshots. Was wir eben auch machen, ist Routing. Einerseits Fahrradrouting, aber auch spezieller für Mountainbike, für Wanderer oder auch für Rennradfahrer. Wenn jemand weiß, wo er hin möchte, von wo er aus starten möchte, von wo er hin möchte, kann er das bei uns planen und er bekommt viele Informationen gezeigt, unter anderem wie lange es dauert, welche Untergründe er zu erwarten hat, ob es Asphalt ist, ob es Kiesel ist oder vielleicht ein Feldweg. Wir berechnen auch die Schwierigkeit, also wie technisch versiert man sein muss, wie sportlich man sein muss, um eine gewisse Strecke zu fahren. Wir binden Fotos von Wikipedia, aber auch Panoramia ein. Und wenn jemand genau hinsieht, dann wird er hier auch eine OSM-Karte identifizieren können. Und auch die ganzen Daten, die wir extrahieren, kommen großteils aus OpenStreetMap. Sind also da sehr stark auf OpenStreetMap angewiesen. Wir bieten auch für alle diejenigen, die nicht wissen, wo sie genau hinfahren möchten, die Möglichkeit an, Orte zu entdecken, wo sie ihren Ausflug hin planen möchten und geben dort Inspiration und auch zusätzliche Informationen. Wenn man mal auf dem Weg ist, bekommt man auch Unterstützung. Man kann das Handy gemütlich in die Hosentasche tun und sich den Stöpsel ins Ohr reinstecken und mit dem Fahrrad den geplanten Weg entlang fahren. Und wir sagen dann zur richtigen Zeit an, ob man rechts, links, geradeaus den Weg folgen sollte. Ja. Zu guter Letzt, das kann man alles seine Erlebnisse aufzeichnen per GPS und die dann mit seinem Profil abspeichern und in unsere Outdoor-Community quasi teilen und gegenseitig sich inspirieren lassen. Ja. Das war es auch soweit von Komoot. Das nächste, also jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema und das ist Geocoding mit OpenStreetMap Data. Und erstmal die Frage, wieso ist das Thema eigentlich wichtig für uns? Und ich habe mir so eine kleine Übersicht zusammengebastelt, dass meine Sicht der Dinge irgendwie widerspiegelt. Wir haben auf der einen Seite ganz links die Mapper. Ich glaube, einige fühlen sich hier angesprochen. Und was wir tun, ist, wir sammeln Daten ein und pflegen sie in eine große Datenbank ein, die dort dann als Open Data frei zur Verfügung steht. Und für mich die zwei grundlegendsten Verwertungen, das ist einerseits eine Karte und andererseits das Geocoding. Also klar, Karte, das ist irgendein Ausdruck oder auf dem Android oder iPhone, mit der ich mich orientieren kann, wo ich sehen kann, was in meiner Umgebung alles zu finden ist. Auf der anderen Seite stellen sich sehr häufig die Frage, wenn man eine Adresse hat oder man hat eine Idee, wo man hinfahren möchte, beispielsweise Möglsee in Berlin, weiß aber nicht genau, wo das ist. Und dann versucht man das textlich zu suchen. Also, und das ist eigentlich auch Geocoding. Man gibt den Ort ein, für den man sich interessiert. Das ist ein einheitliches Formular, was man zurückbekommt, ist eine Koordinate oder ein Punkt, eine weitere, also die Verortung eigentlich des zu suchenden Textes. Genau, und dann davon profitieren also ganz rechts diese Consumer. Ja. Und hier die Frage, was einen guten Geocoder ausmacht. Und das gibt es natürlich schon für OpenStreetMap, sehr bekannt und ein sehr altes Projekt, das Nominatim. Und es hat sehr guten Dienst geleistet und sehr viele, das ist keine einfache Sache, so viele Daten zu prozessieren. Das sind aufwendige Berechnungen und Nominatim macht das alles für uns möglich. Und wir profitieren davon, wir bauen darauf auf und setzen noch ein Layer drauf und wollen das noch ein Level verbessern und es userfreundlicher zu machen und nützlicher für die ganze OpenStreetMap-Community. Ich möchte kurz darauf eingehen, was so Features sind, an die wir denken, an die wir glauben, dass sie wichtig sind, nicht nur für uns, sondern auch für die ganze OpenStreetMap-Bewegung. Das ist einerseits Type-Ahead-Search, das heißt, wie man es auch von Google Maps kennt, die sind ein sehr gutes Beispiel dort, wenn man schon Text eingibt,
dann sollte auch schon Ergebnisse kommen und nicht erst dann, wenn der letzte Buchstabe des zu suchenden Wortes komplettiert ist, dass man dann noch auf Enter drückt, sondern dass das System an sich responsive ist, dass man sofort eine Rückmeldung bekommt, wie hier in dem Beispiel. Wir sind leider Menschen oder Gott sei Dank und machen kleine Fehler. Nichtsdestotrotz sollte das System verstehen, nach was wir suchen. Und diese Toleranz gegenüber Rechtschreibfehler ist auch sehr wichtig. Und das passiert uns sehr häufig. Und dummerweise, man sieht auch solche kleinen Fehler nicht und dann kommt aber nichts zurück. Man weiß aber nicht, wieso, und denkt sich dann, dass die Suche nicht funktioniert, beziehungsweise die Daten nicht komplett sind. Also diese Sensibilität für Rechtschreibfehler ist essentiell. Und dann, wir brauchen auch ein System, das sehr schnell reagiert. Es geht nicht um Sekunden, es geht um Millisekunden, weil die ganze User Experience fördert und das Ganze sehr viel sinnvoller macht. Und es geht auch nicht darum, dass wir eins zu eins das finden, was der User genau eingetippt hat, sondern auch etwas reflektiert, zumindest in primitiver Weise interpretiert wird, was der User eigentlich wollte. Also in englischsprachigen Ländern ist es üblich, Road als RD abzukürzen. Und klar, dieses RD steht so in der Form nicht in OpenStreetMap drin, sollte dennoch gefunden werden. Eine Suche steht immer im Kontext, also gerade in der Situation, in der man sich befindet. Und einer der wichtigsten Kontexte ist die aktuelle Position. Und aufgrund der zunehmenden Häufigkeit mobiler Nutzung haben wir auch sehr, sehr häufig diese Information. Beispielsweise, wenn ich hier jetzt in der Beuth-Hochschule Hauptbahnhof suche, weil ich vielleicht jetzt mit der U-Bahn dorthin fahren möchte, dann bin ich jetzt nicht so stark daran interessiert, den Hauptbahnhof in Hamburg zu finden oder Potsdam, sondern der hier in Berlin. Also dem Bias gegenüber Ergebnisse in der Nähe meiner Position ist auch wichtig. Das sind jetzt bei OSM auch noch ganz spezifische Herausforderungen dabei, die es zu meistern gibt. Also wir reden hier nicht über so kleine Datenmengen, die jetzt auf diesem Laptop vielleicht schneller prozessiert und evaluiert werden können. Das sind Prozesse, die häufig Stunden, vielleicht sogar mal Tage dauern, weil diese Menge ist so stark, so groß und so stark gewachsen und wird in Zukunft auch noch viel weiter wachsen. Und gleichzeitig sind diese Berechnungen, die notwendig sind, um die Daten zu analysieren, sehr komplex. Und da muss man schon einen vernünftigen Server aufsetzen, damit da irgendwas vorwärts geht. Es gibt in OSM, das ist ganz typisch und auch verständlich und auch gut so. Jeder kann mappen, wie er möchte. Das betrifft auch Adressen und da gibt es Associated Streets und das Karlsruher Schema und jeder hat dann auch seinen eigenen Stil und oder auch verschieden. Die einen mappen die kompletten Daten von der Adresse, die anderen lassen immer die Stadt und die Postleitzahl weg, weil die anderswo auch getaggt ist. Und so die verschiedenen Styles, die muss man einfach interpretieren und berücksichtigen. Und manchmal ist es auch so, die Daten sind nie komplett. Wir sind am Wachsen und wir werden immer größer. Und zum Beispiel, wenn es eine Hausnummer gibt, also die Bahnhofstraße 133, dann ist vielleicht diese einzelne Hausnummer nicht eingetragen, dennoch aber die Straße. Das heißt, wenn ich nach dieser Adresse suche, okay, dann kann ich die Hausnummer, diese genaue Position nicht zurückgeben. Aber zumindest kann das System so clever sein, zu sagen, okay, er kann die Hausnummer nicht finden, dann gibt er zumindest die Straße zurück und und kein leeres Ergebnis. Genau. Ja, und wie schon vorher auch erwähnt, also die Verarbeitung, die ist nicht ganz trivial und dem muss Rechnung getragen werden. Ja. Wir haben bei Komoot uns nach Lösungen auf Basis von OSM umgesehen. Es gab einige Lösungen gesehen, aber nicht das gefunden, das wir wollten. Und haben uns dann auf den Weg gemacht, eine eigene Lösung zu machen und die wir dann auch als Open Source veröffentlichen und der Gemeinschaft zur Verfügung stellen möchten. Das ist letzten Sommer passiert auf der State of the Map in Birmingham. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Also
wir waren nicht, sind nicht untätig gewesen. Und das ist quasi ein Projekt. Wir können auch gleich mal drauf gucken. Ich hoffe, das geht hier auf dem Rechner. Ich zeige Ihnen nur schöne Slides. Gucken, ob das auch wirklich funktioniert. Kam hier jemand? Jetzt habe ich es gucken. Ich kann es auch direkt in die im Browser eingeben. Sonst müsst ihr mir das einfach auch glauben. Jetzt ist Zeit. Okay. Also unter photon.commode.de. Ich sehe das hier leider nicht. Jetzt haben wir es. Okay, das ist eben unsere Projektseite. Man sieht, das Erste, was man sieht, ist eine Karte. Im Zentrum unser Büro hier in Potsdam, ist recht schön dort. Und was wir sehen können, ich sehe es nicht. genau. Also man muss das Wort nicht komplettieren, man bekommt das Ergebnis sofort zurück. Wir können auch wieder zurück nach Potsdam. Genau, also die Funktionsweise ist wirklich klar, also der Suchrequest ist auch extrem schnell. Die Sachen sind weltweit zur Verfügung. Also wenn ich jetzt Peking, ich muss jetzt Englisch eingeben. Ja. Genau. Also es ist diese verrückte Insel, super. Genau. Es gibt auch sehr viele Herausforderungen solcher Art. Genau, aber wir sehen, es funktioniert weltweit, es funktioniert schnell, es ist eine Auto-Completion dort. Kann jeder selber auch gerne ausprobieren. Wir haben auch einen Location-Bias drin, der kann auch für solche Ungereimtheiten manchmal sorgen. Jetzt gehe ich wieder zurück. Das kennen wir schon. Genau. Noch kurz darauf auf die technische Zusammenstellung des Projekts. Also wir bauen auf den Datenstand von Nominatim auf. Das ist ganz unten diese Layer. Wir haben einen Exporter, der diese Daten rauszieht und in eine für uns verwertbare Form bringt. Und zwar so, dass wir das in Elasticsearch einbauen können. Elasticsearch, das ist ein Aufsatz auf Apache Lucene, was im Prinzip eine Volltextsuche ist, weil das ist ein sehr, sehr mächtiges Toolset, das ja eigentlich ein Standardproblem löst, nämlich der Suche und ist auch ein Open-Source-Projekt, wunderschön dokumentiert, extrem viele Plugins und auf dem wollen wir aufbauen, weil wir wissen, dass das sind Standardprobleme und es gibt einfach sehr viele Tools und Plugins, die man da zusammen bündeln kann und allein, also auch ohne großartige Eigenentwicklungen kann man das mächtige Suche bauen. Ganz oben drüber ist noch ein ganz dünner Web-Layer in Flask, also so ein Micro-Framework für Python. So kurz zu den aktuellen Feature-Stand. Wir haben also Type-Ahead, wir sind extrem schnell, wir sind auch skalierbar, das liegt in der Natur der Sache, weil wir Technologien verwenden, die das eh schon unterstützen. Ja, das mit dem Rechtschreibfehler funktioniert noch nicht, ist aber auch möglich, auch durch Plugins von Elasticsearch. Genau. Was leider auch nicht geht, wenn wir jetzt irgendwas Neues eintragen bei OSM, dann landet das nicht auf dieser Webseite, in dieser Suche. Das ist eine Funktionalität, die wir noch nicht unterstützen. Genau. Soll aber bald kommen. Ja. Genau. Also, falls jemand von euch Interesse hat, das zu nutzen, dann habt ihr einerseits die Möglichkeit, euch das Projekt auszuchecken, die Sachen selber zu installieren. Das ist auch alles gar nicht so wild. Man muss nur auch dran denken, dass man Nominatim installieren muss, weil das die Datenbasis ist. Und wie gesagt, das sind sehr viele Daten, große Daten. Das kann ein bisschen dauern. Wir haben gleichzeitig auch unter der vorher gezeigten Projekt-Page
haben wir eine öffentliche API zur Verfügung gestellt. Also wenn jemand von euch ein Projekt hat mit OSM-Daten und die Suche verwenden möchte, kann er das tun. Wir haben sehr laxe, oder ja, wir wissen nicht so recht, wie viel Last das System aushält, um ehrlich zu sein, aber wir haben eine leichte Drosselung drin und werden gucken. Also auf jeden Fall, wenn jemand das nutzen möchte, kann das jetzt tun. Es funktioniert weltweit in Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch und das war's ja. Wir sind natürlich auch immer sehr, sehr happy, wenn jemand mitmachen möchte. Allein durch die Nutzung und das Feedback, können wir auch schon sehr viele hilfreiche Informationen sammeln. Andererseits, wir hatten erst kürzlich einen Sprint. Wir werden den nächsten Mal, wahrscheinlich im April, Mai, wir kommen auch von Sarah von Nominatum Unterstützung. Sie wird nach Berlin kommen, ebenfalls Johann Boniface, ein Franzose, der auch in dem Umfeld sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Ja. Also wenn jemand Lust hat, kann er mich gerne anschreiben. Hier nochmal meine E-Mail-Adresse. Und ja, wir denken, das ist ein sehr wichtiges Thema für OpenStreetMap ganz allgemein und hoffen, dass wir da einen guten Input liefern können. Vielen Dank, Christoph, auch für das Projekt. Er hat es selber gesagt, also ihr habt sehr laxe Beschränkungen. Der Server darf ausgetestet werden. Genau. Vielleicht solltest du nachher nochmal gucken, ob der auch noch läuft. Ja, liebes Publikum, Fragen? Hier vorne sich eine Frage. Der Datenbestand ist ja sehr groß von OSM und man hat ja auch bei der Suche gesehen, du hast da Berlin eingetippt und dann kommt dann halt Kaffee Berlin in Wiesbaden, war jetzt nicht dabei, aber Berg Berlin, und aber man will vielleicht ja wirklich den Ort, also kann man die Suche Photonen so einschränken, dass man nur zum Beispiel auf Orten sucht, also nur auf bestimmten Dingen? Also theoretisch fällt mir sofort eine technische Lösung ein, wir bieten es nicht an, aber könnte man auf jeden Fall anbieten. Ja. Das ist aber auch an sich eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil sie die Komplexität der Sache ein bisschen in den Vordergrund rückt. Klar, es sind nicht nur Orte in OpenStreetMap drin, wie Städte, wie Viertel, Stadtviertel zum Beispiel, sondern auch ganz andere Typen, zum Beispiel ein C oder ein POI oder was auch schon, ja, oder Adressen. Und die untereinander irgendwie in ein Gleichgewicht zu bringen und zu vermuten, was der User dann wirklich sucht, was er eigentlich wollte, das ist dann nicht immer klar und da liegt auch die Herausforderung. Darf ich sonst ganz kurz der hallo, vielen Dank für den Vortrag. Wenn ich jetzt ein Land suche, zum Beispiel in Deutschland eingebe, dann will ich ja auch quasi ein Zoom-Level zurückbekommen. Will ich irgendwie sagen, ich will Deutschland anzeigen. Hallo, ist das Mikrofon? Geht das? Okay. Wir haben jetzt gerade in den Ergebnissen gesehen, dass man halt Potsdam eingegeben ist, aber direkt am Bassinplatz rausgekommen und den Rest von Potsdam sieht man nicht. Unterstützt das System das auch, dass es einem irgendwie sagt, ja, das ist aber so und so groß und man muss auf dem Zoom-Level anzeigen? Ja, also momentan nicht. Es gibt eine zweite, also das, was man hier gesehen hat, das ist das, was wir jetzt auf dem einen Testserver haben oder auf diesem Projektserver haben. Bei Komoot eigens haben wir schon die nächste Version implementiert und da passiert es schon, aber hier noch nicht, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Also vor allem auch mit dem nächsten Sprint wird das dann auch erledigt sein. Aber es ist sehr, sehr wichtig, damit man den richtigen Kartenausschnitt sehen kann. Bitte, die nächste Frage? Wenn mal das mit diesen Rechtschreibfehlern kommt, wird es dann für den Benutzer auch eine Möglichkeit geben, zu sagen, ich will aber exakt das suchen, was ich eingegeben habe? Das ist wieder so schwierig, ja. Oft ist die Entscheidung nicht klar, ob, also das System muss irgendwie erraten, ob es dann ein Schreibfehler war oder ob er dann wirklich danach suchen möchte. Oder wird im Ergebnis zumindest angezeigt, wo eine Korrektur stattgefunden hat und wo es wörtlich vorkommt? Also Google macht das ja. Manchmal will man ja wissen, kommt diese Schreibweise vor und sucht deswegen genau nach vielleicht einem falsch geschriebenen Wort. Ja. Also auch eine super Idee. Also es ist eine Sache, an der man arbeiten muss. Es gibt ja bei Google selber auch irgendwie, die machen eine Autokorrektur. Und fragen dann aber nach, ob ich denn nicht doch nach dem ursprünglichen Suchwort suchen möchte. Okay, hier oben wäre eine Frage. Ich glaube, das machen wir auch zur letzten Frage. Hi, danke für den Vortrag.
Kannst du was sagen, inwieweit die API kompatibel zu der Nominatim ist? Also und was für Suchergebnisse zurückgegeben werden? Also ich kenne so Sachen, dass wenn man die Postleitzahl nicht mit eingibt, dann findet er die und gibt die mit zurück. Und ja, also ist das kompatibel oder habt ihr das irgendwie neu designt? Also die Form der Rückgabe ist unterschiedlich. Wir liefern GeoJSON zurück, also eine kompatibles Standardformat. Die Daten sind sehr ähnlich, aber du wolltest, glaube ich, auf den Punkt zurück, dass wir die Daten vervollständigen. Das tun wir. Also wenn du nach Berlin oder nach einer Adresse suchst, bekommst du, auch wenn du nicht die Postleitzahl eingegeben hast, bekommst du die trotzdem zurück. Ja, bei den Nominatim, da kommen ja dann teilweise Bundesländer mit zurück oder noch andere Unterstrukturen dann. Genau, die liefern wir aber auch mit. Okay, dann würde ich sagen, Christoph, nochmal vielen Dank für deinen Vortrag. Dankeschön.